russischer Verhandlungsführer in Wien. Die Uhr tickt. Hallo und privet aus Kaliningrad. Eine der zentralen Forderungen Russlands zur Wiederherstellung der Sicherheit des Landes lautet, dass sich die NATO auf Positionen des Jahres 1997 zurückzuziehen hat. Dies lehnt die NATO kategorisch ab. Neben der Aufgabe der Positionen in den drei baltischen Ländern Litauen, Lettland und Estland fordert Russland auch den Rückzug der NATO aus Rumänien und Bulgarien. Die NATO bezeichnet diese Forderung als unannehmbar. Ein Vertreter der NATO kommentierte, dass die Forderungen Russlands die Mitglieder der NATO in Mitglieder der ersten und zweiten Sorte unterteilt. Dies kann so nicht akzeptiert werden. Die NATO werde weiterhin im Osten bleiben und die Sicherheit aller ihrer Mitglieder schützen. Das bulgarische Außenministerium hat Russland aufgefordert, die außenpolitische Entscheidung Bulgariens zur NATO-Mitgliedschaft zu akzeptieren. Man forderte Russland zu einem konstruktiven Dialog auf. Die Forderung, dass sich die NATO auch aus Bulgarien und Rumänien zurückzuziehen habe, hatte der russische Außenminister Lavrov unmittelbar vor Beginn des Treffens mit dem amerikanischen Außenminister am 21. Januar in Genf verkündet. Der Leiter der Delegation für die Gespräche in Wien zu Fragen der militärischen Sicherheit und zur Kontrolle der Bewaffnung, Konstantin Gavrilov, kommentierte die heutige Situation mit den Worten: Die Uhr tickt. Vermutlich wird sie nur noch bis zum 31. Januar ticken, wenn die westliche Solidargemeinschaft Russland eine Antwort auf die von Russland gestellten Forderungen übergibt. Wenn die Antworten nicht so ausfallen, wie von Russland erwartet, nein, fantasieren wir nicht und warten einfach die weiteren Ereignisse ab. Vermutlich haben die Mitarbeiter der westlichen Aufklärungsstrukturen noch keine Resultate geliefert, zu welchen Maßnahmen sich Russland nach dem 31. Januar entschließt. Eine erfolgreiche Arbeit von westlichen Spionen würde vielleicht dazu führen, dass man in der westlichen Solidargemeinschaft vielleicht andere Entscheidungen trifft als die bisherigen. Der Leiter der russischen Delegation in Wien kommentierte, dass Russland nicht die Absicht habe, unendlich zu warten, bis irgendwelche Antworten eintreffen. Die Uhr tickt. Wenn man in der kommenden Woche keine Antworten erhält, wird Russland seine Sicherheit in Europa mit seinen Methoden organisieren. Wir werden sowohl den Europäern wie auch den Amerikanern im Nacken sitzen. So der russische Diplomat. Der russische Diplomat äußerte sich auch zu den neuerlich aufgekommenen Diskussionen, insbesondere von Seiten Großbritanniens, das SWIFT-System für Russland abzuschalten. Er bezeichnete diese Diskussion einfach als nicht ernst, also lächerlich. Eine Abschaltung ist de facto überhaupt nicht möglich. Russland abschalten? Abschalten von Öl, Gas und anderen Dingen? Die werden sich freuen, glauben, dass sie uns erschrecken können, um dann festzustellen, oi, die haben sich ja gar nicht erschrocken. Dann werden wir es eben nicht abschalten. So Gavrilov. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.